euch ein bisschen erzählen, was die nächsten Tage so passiert und warum ich in letzter Zeit nur noch Kurzvideos drehe, weil wir einfach verdammt viel zu tun haben, auch in der Arbeit. Wenn ich dann zu Hause bin, bin ich ziemlich platt, aber ich kann euch ja mal ein bisschen erzählen, was in nächster Zeit alles geplant ist. Also auf jeden Fall werden wir in der Arbeit viel drehen. Dann darf ich zusammen mit einer sehr netten Kollegin, wobei sie eigentlich hier Vorgesetzte ist, werden wir eine Werkstattzeitung planen, ob die intern oder auch extern ist, weiß ich jetzt leider noch nicht. Da werden dann so Sachen reingeschrieben wie Termine, was steht an, also Sommerfeste, neue Produktion, neue Aufträge, wer macht was. Dann werden in der ersten Ausgabe auf jeden Fall einige, erstmal die ganzen Abteilungen vorgestellt und was ist das BHZ, was passiert in diesem Laden. Dann werde ich ein Praktikum machen in einer Zweigstelle. Und zwar werde ich nach Feuerbach gehen. Und das freut mich sehr, weil die dort sehr viel mit Holz machen. Also viel Schreinern, Sägen, Hämmern, Kleben, viel Kreatives auch mit Farben. Also ich werde ein recht künstlerisches Praktikum absolvieren, so wie ich das bisher gehört habe. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drauf. Ja, es kann sein, dass ich dort filmen kann. Also ich habe mit dem Gruppenleiter, Arbeitsbetreuer, wo ich in dessen Abteilung ich mein Praktikum wahrscheinlich sorry, machen werde. Mit dem habe ich schon gesprochen. Und es gibt hier und da ein paar Dinge, die er eventuell mit mir drehen kann. Ich will euch aber noch nicht zu viel versprechen. Dann und ich auf jeden Fall in der Arbeit noch ein paar Shorts für euch drehen. Ich werde mein Videogestell ab und zu mit in die Füße nehmen. Da waren ja auch ganz viele recht angetan, die das sehr gefreut hat, dass ich in der Füße drehe. Ich werde vielleicht mich auch noch mal mit meiner Ansprechpartnerin für Veröffentlichungsarbeit vom KMV noch mal treffen. Wer da so ein paar kleinere Artikel machen fürs KBV aktuell und ja, es wird viel gedreht, viel Kreatives gemacht und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr mich dabei begleiten würdet. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, was euch denn an meiner, sagen wir mal, Behindertenarbeit zu interessieren. Wie stellt ihr euch das vor, mit einer Behinderung zu leben? Was würde euch da interessieren? Welche Teile meiner Arbeit würdet ihr gerne sehen? Ich weiß jetzt
habe mir überlegt, mal mit euch über das Thema Gehalt zu reden, was ich aber nicht weiß, ob ich das darf von irgendwelchen rechten Gesetzen aus. Aber ich werde mich auf jeden Fall noch ein bisschen informieren in der Workshop, was ich euch erzählen kann, was nicht. Und dann haben wir ja noch den Martin, der noch, den kennt ihr ja auch schon, der wollte ja auch noch ein paar Dinge mit mir drehen und da steht auf jeden Fall noch ein größeres Interview auf dem Plan, wo er einfach auch euch ein bisschen von seiner Arbeit mit MMBs erzählen wird. Wir werden auch nochmal ein Außendreh machen, nämlich kriegen wir ja, habt ihr ja gesehen, Kartons, neue Verpackungen für die Grillanzünder, die werde ich mit Martin zusammen bei meiner Mutter in der Firma abholen und wir dachten, dass wir euch da ein bisschen mitnehmen auf unseren kleinen Ausflug. Und vielleicht werdet ihr meine Mutter kennenlernen. Ja, vielleicht erklären sich dann auch einige Fragen, die ihr noch bezüglich mir habt. Ja. Ihr seht, es wird spannend, es wird actionreich und es gibt auch einiges zu lernen. Tschüss!